Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren. Johann Wolfgang von Goethe. Nach dem Tode des Kinderfilmregisseurs Rolf Losansky fand sich auf seiner Homepage der folgende Eintrag: Leopold, 7 Jahre. Lieber Rolf, nimm bitte den Schneemann Kasimir aus deinem Film Ein Schneemann für Afrika mit in den Himmel und pass gut auf ihn auf. Im nächsten Winter baue ich ihm eine Schneemannfrau in unserem Garten. Und wenn ich groß bin, möchte ich auch solche Filme machen wie du. Was war Rolf Losansky für mich? Da kommt ganz viel. Er war ein Vorbild in seiner ganzen Art, Lebenshaltung. Da kommt ein Freund. Da kommt ganz viel. Und am Ende ist es ein Geschenk. Braucht ihr den Schneemann noch? Ich brauche ihn ganz dringend. Er soll mit nach Afrika. Versteht ihr? Ich habe ihn kennengelernt, als ich den Film Schneemann für Afrika gesehen habe. Und da habe ich Luft gekriegt, da habe ich so viel Luft bekommen, dass da ein Mensch so eine Idee hat. Versprechen, Mitgefühl, alle die Dinge, die man im Leben braucht, sind in diesem Film enthalten. Und das alles erzählt mit so viel Witz. Hiermit bist du unser verdienter Schneemann des Volkes. Ich war begeistert. Ich glaube, ich habe den 3-mal hintereinander geguckt. Und dann bin ich bei der DEFA draußen gewesen. Und da saß er. So klein. So niedlich. Also so was Zauberhaftes. So ein zauberhaftes Gesicht. Und ich habe da gestanden, Gewehr beim Fuß, und habe ihm erzählt, was ich vom Schneemann für Afrika halte und dass ich nur Bescheid sagen soll, wenn er sowas braucht wie mich. Ich würde gerne in so einem Film mit dabei sein. Mutti. Und das hat er mir ermöglicht durch die Mutter Zack in Moritz in der Litfaßsäule. Es ist Zeit zum Frühstücken, es ist schon spät. Die Drehtage in Pößneck mit Dieter Mann, Rolf Ludwig. Das gehört mit zu dem schönsten Erleben in meinem Schauspielerdasein. Also steht ziemlich weit vorne. Mutti, kann man die Zeit nicht anhalten? Seine Besessenheit war wie ein lauer Sommerwind. So leicht. Das konnte man von ihm lernen, dass das Leben eine Leichtigkeit hat. Und wenn die Behörden des Films mit bestimmten Dingen nicht einverstanden waren, dann wusste Rolf Losansky einfach, okay, das sind Betonköpfe. Und er hat es fast spielerisch und hinterlistig geschafft, dass bei Langeritz zur Schule eben nicht die Johnny Reiter geritten sind, sondern wirklich die Cowboys und die Indianer. Macht euch auf alles gefasst, Männer. Seid bereit. Immer bereit. Immer bereit. Ja, der hat sich gute Leute geholt und die würden immer wieder mit ihm arbeiten, weil man sich bei Rolf so zu Hause gefühlt hat. Das war fast wie eine Liebesbeziehung. Also er hat einen ganz ästhetischen und hoch anständigen Umgang, kulturvoll einen Umgang gehabt mit den Menschen. Hat man nicht so oft. Ja, und dann hat er noch, das ist auch noch eine schöne Geschichte, weil die Leute dann oft zu ihm gesagt haben, da haben sie aber Glück gehabt mit dem Schauspieler, mit dem Kind. Da haben sie aber Glück gehabt mit dem Kind. Ich habe da keine Erfahrung. Hör endlich auf mit Liebe. Und da hat er gesagt, ja, das hatte ich Glück, da lag ich doch zu Hause, faul auf der Couch
und hatte das Fenster offen und da kam der reingeflogen. Aber dass der durch wie viel Schulen und wie so lange gesucht hat, bis er genau das Kind gefunden hat, das dann auch noch begabt war. Ich denke ja, dass der Rolf selber noch ein Kind war. Ein Kind, das genug Erfahrung gesammelt hatte und klug genug war, um so zu tun, als ob er erwachsen ist. Er muss ihn mit Stolz und Freude erfüllt haben, dass seine Filme nun auch im westlichen Teil unseres Vaterlandes so gut angekommen sind, dass er eben eine Ewigkeit erreicht hat mit den Filmen. Sie werden auch für immer bleiben, weil es eben keine Rumsbums-Filme sind. Weil sie eben diese Ruhe und diese Sanftmut haben. Und auch sein Humor ist eben auch so schön. Und dann möchte ich ein Schild. Ein Schild mit der Aufschrift Rauchen verboten. Was er jetzt da oben macht, der wird sich Geschichten ausdenken, da oben. Und wird warten auf uns alle, dass wir endlich auch hochkommen und dass er seinen Film drehen kann. Und dass er sagen kann, und bitte!